Das ist es, das Plakat, das aufregt. Ja, der Mann darauf ist dunkelhäutig. Ja, er hat nicht viel an. Und ja, den Spruch dazu kann man feindlich auffassen. Aber eigentlich nur preisenfeindlich. Klar weisen wir jegliche Form von Rassismus nun wirklich weit von uns. Wir sind in Bayern und Bayern ist ein Freistaat und Bayern hat einen Alleinstellungsanspruch dadurch. Und den haben wir auch bei unseren Sprüchen und bei der Gaudi und beim Humor. Und damit ist eigentlich normalerweise schon ausgeritt. Normalerweise. Aber erzählen muss man dann doch noch, dass das Bild vor fast 20 Jahren entstand. Das Model damals ein Kellner in einem Wirtshaus der Brauerei. Und seitdem nun zieht das Plakat mit dem Festzelt der Traunsteiner Brauer quer durch Bayern. Erst vor kurzem fand einer, das Plakat sei rassistisch. Na, das ist überhaupt nicht ausländerfeindlich, weil im Moment die Preisen gehören ja auch zur Bundesrepublik Deutschland. Insofern, wir finden den Spruch einfach witzig, weil er den tiefgründigen Humor und den leichten Sarkasmus des Bayern eigentlich widerspiegelt. Das stimmt, denn der Humor im Wirtshaus war eines auch schon immer politisch unkorrekt. Das mag man nun gut finden oder nicht, aber drüber aufregen und in die Öffentlichkeit zerren, das war dann vermutlich doch wieder ein Preis.